Ja, hallo Schnuggels. Heute machen wir hier mal was, was ein bisschen ungewöhnlich ist, nämlich ihr seht mich nicht, sondern ihr seht meinen Bildschirm und zwar deswegen, weil ich euch hier dieses Spiel zeigen will, RimWorld. Das ist so geil. RimWorld ist ein Spiel, bei dem es darum geht, dass man mit ein paar Leuten auf einem Arschlochplaneten landet und dann irgendwie eine kleine Kolonie aufbauen soll. Und am Ende hat man dann ein Raumschiff im Idealfall, mit dem man sich von dem Lochplaneten verabschieden kann. Soweit, so gut, so einfach. Ich will euch jetzt kein komplettes Let's Play vom Anfangsspiel oder so geben. Das wäre jetzt ziemlich langatmig, weil man kann da schon die eine oder andere Stunde rein versenken. Zu dem Zweck verweise ich euch auf das fantastische Let's Play von Quill18. Der Bengel hat ein tolles Let's Play gemacht, genau genommen sogar zwei, eins von der Alpha 13, eins von der Alpha 14, die ich so gesehen habe. Und die haben mich dazu gebracht, das Game zu kaufen. Ganz, ganz tolle Angelegenheit. Apropos kaufen bei dem Game, ich verlinke unten auch unter dem Video hier die Website des Herstellers nochmal. Da kann man das Ding einfach direkt per PayPal kaufen, kostet 30 Dollar. Dann kriegt man einen DRM-freien Download für Linux, Mac und Windows. Linux, yay, super, ich kann es auch bei mir auf dem Rechner spielen. Alternativ gibt es RimWorld auch bei Steam. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr lieber einen DRM-freien Download haben wollt oder ob ihr die Steam-Version wollt. Steam-Version hat den Vorteil, dass man auch die Mods für das Game irgendwie über diesen Steam-Workshop ziehen kann. Irgendwie sowas. Ich habe mich da noch nicht groß mit beschäftigt. Also ich spiele hier jetzt gerade die DRM-freie Version. Die ist einfacher. Die kopiert man einfach irgendwo hin und startet. Was ich jetzt mache, ich lade mal meine aktuelle Kolonie Butthole. Weil im Butthole, da gibt es ein paar Spezialitäten, wo ich erzählen will, wie ich dieses Spiel vielleicht ein bisschen anders spiele, als es möglicherweise immer gedacht ist. Gibt mir aber auch die Gelegenheit, euch mal so zu zeigen, was es für ein Game ist, für den Fall, dass es euch interessiert. So, ihr seht, es dauert einen Moment, das Teil zu laden. Und dann sehen wir hier, na, ich mache den Spielsound mal ein bisschen leiser, dann sehen wir hier also schon mal meine gesamte Kolonie. Hoppala, ich gehe gerade im Pausenmodus. Hier ist nämlich was passiert. Ein Truthahn rächt sich an mir. Wo ist das denn? Das wird wahrscheinlich hier sein, wo Libby gerade auf der Jagd ist. Und das hier ist der böse Truthahn. Ja, genau, der ist fies drauf. Man kann es übrigens auch auf Deutsch spielen, ne? Für die Leute, die das gerne hätten, aber ich spiele halt sowas lieber auf Englisch, weil die Übersetzungen meistens nicht so prickelnd sind. In dieser dramatischen Szene, wo meine Libby den Truthahn jagt, kann man bereits in ungefähr sehen, wir haben hier so einzelne Kolonisten. Man sieht hier oben, welche das sind. Das sind Wang und Gregory Heap und lauter solche Typen. Und diese Kolonisten, die haben ganz unterschiedliche Charakterwerte. Ja? Also zum Beispiel hier, Gregory Heap ist immer scheiße drauf, ist aber ein sehr, sehr hübsches Kerlchen und arbeitet am liebsten nachts. Verdammt gut dabei, Sachen zu bauen, verdammt beschissen dabei, irgendwas mit Pflanzen zu machen. Passt irgendwie, dass der Typ Gregory heißt. Für jeden von meinen Kolonisten gibt es da ganz unterschiedliche Werte, gibt auch total unterschiedliche und auch ganz merkwürdige Eigenheiten, die die Leute hier haben können. Wir sehen hier, sie haben eine Bewaffnung. Das Interessante ist, dass man die Kerlchen nicht unbedingt direkt steuert. Also ich kann Gregory Heap hier jetzt sagen, ja okay, mit rechtem Mausklick geh hier hin und kümmere dich darum, diese Wand hier zu zerlegen. Ja. Das macht man aber eigentlich nur in ganz speziellen Fällen. Normalerweise, und das ist eigentlich das, was an dem Spiel wirklich das Scharfe ist, funktioniert das so, dass man hier so eine Matrix mit Prioritäten hat. Da sieht man also die verschiedenen Sachen, die die Leute machen können. Ne? Also Feuer löschen, sich als Patient von einem Doktor behandeln lassen, als Doktor andere Leute behandeln, sich, wenn sie kaputt sind, in ein Bett begeben, Schalter umlegen, Gefangene behandeln, sich um Tiere kümmern etc. Und die Matrix ist so zu lesen, dass jedes Mal, wenn die Spielengine Tick macht, dann guckt sie für jeden von den Leuten von links nach rechts, was so die Sachen sind, die sie machen sollen. Und schnappt sich dann die, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Also er sucht sich die höchste Priorität von links nach rechts raus. Wenn ich also beispielsweise sage, ich habe hier Grow, also Pflanzen, Pflanzen mit einer Priorität 1. Und ich habe hier Reparieren mit einer Priorität 3. Dann stellt er fest, ja, okay, das Höchste, was er findet, ist Grow, das macht er jetzt.
Wenn allerdings gerade keine Pflanzungen nötig wären, weil gerade nicht Pflanzsaison ist, dann würde er schauen, okay, was ist das nächste, und würde dann beispielsweise hier diese Zweier-Prioritätssachen finden, ne, Pflanzen schneiden, also ernten und Sachen durch die Gegend schleppen, und würde dann versuchen, den am weitesten links stehenden von diesen gleich priorisierten zu machen, also Pflanzen schneiden. Wenn jetzt aber gerade nichts zu ernten ist, dann würde er sagen, okay, Zeugs durch die Gegend schleppen. Und ich habe bei der ganzen Geschichte hier noch das Reinigen vergessen. Okay, er würde erst die Einser-Prioritäten gucken, würde sehen, Grow kann er nicht machen, würde sehen, ah, lass uns ein bisschen putzen, wenn alles schon sauber ist, nimmt er die Zweier-Prioritäten, probiert es erst mit Plant Cut, dann mit Haul, dann nimmt er die Dreier-Prioritäten von links nach rechts etc. pp. Hört sich erstmal total wild und kompliziert an, checkt man aber total schnell, vor allem wenn man normalerweise mit einem bis drei von diesen Typen bloß anfängt. Und da kann man das dann ganz easy machen. Es gibt auch so einen Manual Priorities, so einen Automatic Priorities Modus. Da sagt man nur, ja, das soll er machen oder das soll er nicht machen. Ich mag es lieber tatsächlich mit den Prioritäten, die man hier abstimmen kann. Die helleren Felder, also zum Beispiel hier im Vergleich zu hier, ja, je heller, desto besser kann derjenige das. Ich habe zum Beispiel hier unten der Gregory Heap, der ist bei Construction und beim Reparieren ist der absolute Gott, ja, höchster Level 20 von 20, ist allerdings ziemlich mau beim Kochen oder wenn er sich um Tiere kümmern soll. Okay. Was es in dem Spiel auch noch gibt, man baut seine Basis. Das sieht dann so aus. Ich habe hier unten mal sowas schon mal angefangen. Das mache ich doch mal weg und dann könnt ihr sehen, wie man sowas macht. Man geht dann also hier in dieses Baumenü und sagt beispielsweise, ja, Structure, ich hätte gerne Wand und ich habe sehr, sehr viele Sandsteinblöcke im Moment. Und dann sage ich hier einfach, okay, zieht hier eine Wand lang. Und sobald das nächste Mal jemand, der tatsächlich auch bauen soll, dafür Zeit hat, wird er sich darum kümmern und diese Sachen hier wegmachen. Hier unten, das da. Na, das ist mein Abwehrbereich. Ja, das ist eine fiese Sache. Angenommen, hier kommen böse Leute. Gelegentlich wird man überfallen von bösen Leuten. Dann würden die hier ankommen und würden zu mir rein wollen. Jetzt ist es aber so, dass ich hier diese Türen habe und durch diese Türen dürfen die nicht rein. Das heißt, sie müssen so durch den Gang. Und in dem Gang habe ich hier jede Menge Fallen versteckt. Meine Bewohner dürfen durch die Türen durchgehen. Deswegen gehen die immer den kürzesten Weg und latschen nicht in die Fallen rein. Wenn jetzt also so ein paar Fiese kommen, dann latschen die hier rein, latschen durch die Fallen, kommen dann irgendwann mal schon geschwächt hier an und dann haben wir diese ganzen Abwehrgeschütze, die dann Matsche draus machen. Ich sehe hier dieses rote Dingens, da ist gerade einer kaputt und deswegen sage ich mal jemandem wie hier dieser Rose, komm, geh hin und repariere das Ding. Ich bin immer noch im Pausenmodus, deswegen passiert jetzt gerade nichts. Wir schauen mal hier oben bei unserer Turkey Revenge, was da passiert, ob Libby das im Griff hat. Ich glaube schon. Ah, Libby, ja, der Truthahn hat es hinter sich. Die Revanche, die hat nicht viel gebracht. Jetzt macht Libby den Truthahn alle. Ja, komm, ein paar Mal schießen. Nimmt ihn mit. Und ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller hier. Jetzt sehen wir hier, Libby geht durch die Türen durch. Lauter Abwehrgeschütze hier, geht in meine Basis rein und schleppt den Truthahn hier in unser Lebensmittellager. Jetzt müsste eigentlich irgendwann mal jemand kommen, der die entsprechenden Befehle hat und müsste den Truthahn hier an dem Butcher's Table, an dem Schlachttisch schlachten. Ja, genau, das macht sie sogar selber. Dann zerlegt sie den und legt es hier als Fleisch ab. Hier habe ich jetzt einen Electric Stove, einen Kochtisch, einen Herd, ja, Herd, Englisch. Und hier habe ich ihm gesagt, mit hier Add Bill kann man sagen, was hier passieren soll. Und ich habe ihm hier zum Beispiel gesagt, er soll gutes Essen kochen. Und wenn ich hier mal auf die Details gehe, sieht man ja, ich habe ihm gesagt, er soll es machen, bis ich insgesamt 450 Mahlzeiten eingefroren habe. Es sollen nur Leute machen, die einen Kochskill oberhalb von 12 haben. Hintergrund ist einfach, wenn man einen sehr niedrigen Kochskill hat, dann kann es schon mal passieren, dass man da Mist zusammenbraut und dann gehen mir die Leute an Lebensmittelvergiftungen ein. Das vermeide ich, indem ich hier nur die guten Köche dran lasse. Ich habe ihm gesagt, ja, er soll Fleisch verwenden, aber bitte kein Menschenfleisch und nichts von Insekten, weil das finden die Leute eklig, dann sind sie mies drauf. Tierische Produkte, ja, da gibt es hier so Eier und so ein Zeug, dann habe ich hier verschiedene Gemüse, die ich auch angebaut habe. Und so eine gute Mahlzeit braucht immer ein Stück Fleisch, das sieht man hier. Und jetzt holt Pan hier noch ein paar Kartoffeln und holt noch ein bisschen Mais dazu, verkocht das Ganze zusammen und dann kommt hier so ein fein Mehlbad raus. Ja.
ihr seht schon, ich kann euch hier nur einen kurzen Überriss geben, ja, über die Sachen, die da drin sind. Besser ist es, wenn ihr euch dann das Let's Play anschaut bei Quill, weil der geht wirklich auf alles ein. Hier habe ich zum Beispiel so ein bisschen Energie, da sind Windkraftanlagen und Solaranlagen. Ich habe geothermische Reaktoren hier. Und das hier, das ist das, um was es eigentlich geht. Man soll ja ein Raumschiff bauen, mit dem man abhauen kann. Das habe ich hier schon fertig. Und zwar habe ich hier vorne so einen Steuercomputer. Ich habe Cryosleep-Caskets, wo die Leute dann im Kryoschlaf unterwegs sein können. Triebwerke und einen Reaktor. Gemeinheit übrigens, man braucht eigentlich nur ein Triebwerk. Aber das Triebwerk hat eine Breite von 2 und dieser Reaktor hat eine Breite von 5. Das heißt, wenn ich das hier dahinter gesetzt hätte, ja, hätte ich es nicht mittig platzieren können. Und das geht nicht, da gehe ich auf OCD. Ja. Deswegen musste ich 2 bauen, damit ich sie links und rechts anbauen konnte. Angesichts der Tatsache, dass der Bau von so einem Triebwerk enorm viele Ressourcen braucht und mich bestimmt 4 Stunden gekostet hat, zeigt das, wie weit Zwangsneurosen gehen können. Ich habe hier auch diverse Kunstgegenstände, die in meiner Basis verstreut sind. Ich stelle selber Klamotten her, baue selber Waffen. Ich habe hier jede Menge Holz auf Lager. Ich habe schöne Räume mit eigenen Tischen, tollen Betten. Habe hier ein Krankenhaus. Also ihr seht schon, man kann eine ganze Menge machen. Und dieses Spiel hier, jetzt schauen wir hier mal rein. Playtime 2 Tage, das sind jeweils 24 Stunden. Also es sind bereits 51 Stunden, die ich an dieser Kolonie rumbastle. Oh, da sind Wildschweine. Ich will Wildschweine. Die jage ich. Doppelklick drauf, werden alle Wildschweine im Fenster markiert. Da kann ich hier sagen Hand. Und wenn Libby da mal wieder ein bisschen Zeit hat, kümmert sie sich drum. Ja, auch mit dem Emu, zack. Was ich hier die ganze Zeit übrigens mit der Space-Taste an- und ausmache, ist, dass ich hier die Geschwindigkeit, dass ich Pause mache. Ja? Also wenn ihr hier unten hinschaut, wenn ich jetzt auf Space hacke, dann geht er hier wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit von vorn. Es gibt normal, schnell und lasst sie durch die Gegend wieseln. Jetzt lassen wir sie mal so ein bisschen wieseln. Und da komme ich auch mal gleich auf das Problem, das man hat, wenn man das Spiel ein bisschen anders spielen will. Weil bei mir ist es so, ich denke mir, ey, nur Feiglinge, ja, gründen eine Kolonie und verpissen sich dann. Ich meine, warum sollte ich das machen? Ich habe hier einen Laden so gut am Laufen. Nur wenn man das Spiel endlos spielen will, dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Irgendwann geht einem vor allem dann der Stahl als Grundstoff aus. Man sieht hier also schon, ich habe hier schon den gesamten Berg leer gemeint, um an so viel wie möglich Stahl zu kommen. Danach kriegt man nur noch so Kleckernismengen, wenn man mal irgendwie handelt oder sowas. Da habe ich im Moment so ein bisschen mein Problem damit, aber ich kriege es langsam in den Griff, weil ich habe eine große Produktion von Möbeln, Luxusmöbel, die ich mir hier baue. Und ich habe hier an dieser Stelle jede Menge Sachen, die ich zusammenschneidere und sowas. Damit kann man auch eine Menge Geld verdienen. Und hier Lebensmittel verkaufe ich auch an irgendwelche durchreisenden Händler, von denen ich dann Stahl kriege. Funktioniert also, man kann es durchaus als Endlosspiel spielen, aber eigentlich ist es dafür ausgelegt, dass man so ungefähr nach, na, was weiß ich, 10 bis 15 Stunden ein Raumschiff gebaut hat und sich verkrümmelt. Gut, das machen wir jetzt hier in diesem Teil nicht. Ja, gut. Das zu RimWorld. Ich pausiere hier mal kurz und bringe auf den Bildschirm noch die Website der Firma Ludion Games. Na, ja, komm, geh weg. RimWorldGame.com. Das ist die Website, wo ihr das Game kaufen könnt. Ihr seht hier $30. DRM-free geht man einfach drauf, gibt seine PayPal-Daten ein, kriegt danach eine Mail mit einem Download-Link, wo man, wie gesagt, für Windows, Linux und Mac das Zeug runterladen kann und dann kann man drauf loszocken. Im Wiki steht eine ganze Menge drin, was man auch braucht, wenn man zockt. Also ich habe eigentlich meistens auf dem zweiten Monitor das RimWorld-Wiki offen, weil man da so Kleinigkeiten nachschauen kann, wie, ja, welchen Schönheitswert hat welche Art vom Boden und wie schnell laufen die Leute drüber. Ich meine, die gute alte Tradition einer gedruckten Anleitung ist mittlerweile tot, aber ganz ehrlich, so ein Wiki finde ich auch viel praktischer. Jo, dieses dazu. Es war meine erste, wie soll ich mal sagen, schon fast Let's Play-Folge, allerdings sehr, sehr kurz geplayt. Und ich hoffe, dass ich euch hier das Spiel so ein bisschen schmackhaft gemacht habe, weil das ist wirklich geil und das müsst ihr zocken, glaubt mir, das ist richtig cool. Oh, in diesem Sinne, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich mache die Handbewegung. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssing.